Die Lufthansa verspricht eine neue First Class, eine neue Business Class, eine neue Premium Economy und eine neue Economy Class. Findet den Fehler. Dann Lufthansa und Swiss fliegen jetzt doch nicht mehr über Windhoek, um die Bude aufzutanken, sondern die fliegen nach Durban. Da gab es eine Änderung. Also wenn ihr nach Südafrika fliegt, passt auf. Und dann haben wir noch ein drittes Thema, Mario, und zwar Lufthansa integriert eine Möglichkeit, den CO2-Abdruck selber zu kompensieren mit einem einfacheren Modell online und penetriert uns damit noch mehr, um es mal so zu sagen. Ja. Oh. Mario Hoffmeister. Lars Kosten. Wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. In der heutigen Ausgabe des Lufthansa Updates, und das ist eine Ausgabe von, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, von Frequent Traveler TV Update. Es ist Takeoff. Also so viele Wörter und dann einfach, also ich weiß nicht, ob ich die Wörter noch anders kombinieren kann oder was doch Sinn macht. Also, Frequent Traveler TV Takeoff mit dem Lufthansa Group Update. So ist es richtig am heiligen 1. Mai. Ja, ich hoffe, ihr habt einen sonnigen Sonntag bis jetzt gehabt. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, denkt daran, unten zu kommentieren und ein Like dazulassen. Ihr merkt, wir haben wenig Themen heute, deshalb müssen wir mit allem Scheiß versuchen, das so in die Länge zu ziehen. Das war natürlich von mir unheimlich geplant und ich habe das auch natürlich textmäßig genau vor mir. Also insofern ist das alles hier nach Plan. Aber ihr wisst ja, es gibt viele Dinge, die heutzutage nach Plan laufen und man das nicht glaubt. Lufthansa hat ja gestern das erste Flugzeug losgeschickt. Gehen wir auch noch mal ein bisschen drauf ein. Aber man sagt, Lufthansa verspricht, dass man ein neues Top-Produkt-Sitzprodukt hat in jeder Kabine. Und man hat ja 4 Kabinen. Ich habe sie eben aufgezählt. First Class, Business Class, Premium Economy und Economy. Mario, ich bin ja gestern schon auf die First Class, schon auf die Business Class eingegangen. First Class sind wir ja auch schon x Male eingegangen. Was können wir davon halten, wenn er sagt, er will das bis 2023 alles in trockenen Tüchern haben, der Carsten Spohr? Ja, dann würde ich mal sagen, sollte man frühzeitig damit anfangen in diesem Jahr, weil wir haben ja bereits, oder wir befinden uns ja bereits im 2. Quartal. Das ist also nicht mehr so viel Zeit. Wir haben natürlich jetzt mit den ehemaligen Maschinen von Philippine Airlines erstmal eine Business Class, die deutlich besser ist als die vorhandene, nämlich in der 1-2-1-Bestuhlung mit Gangzugang. Aber das soll es ja nicht gewesen sein. Die schon vor mehreren Jahren angekündigte neue Business Class, die ja eigentlich in der 777X sein sollte, der ja theoretisch auch schon seit ein paar Jahren fliegt, tut er aber nicht. Das sollte ja das super neue Top-Produkt sein. Ja, und wir sind sehr gespannt. Und dann wird es ja auch noch, auch von Carsten Spohr angekündigt, ja, bei den neuen Dreamlinern, die kommen, die ja auch nicht extra für die Lufthansa produziert worden sind, so ein Mittelding geben, einer Business-Class, einer aufgewerteten. Und insofern wird das sehr interessant, was denn tatsächlich 2023 kommt. Bei den Premium Eco-Sitzen, denke ich mal, wird es auf das Schweizer Modell hinauslaufen, die ja wirklich ganz gut sind. Ich glaube nicht, dass die Lufthansa da jetzt nochmal für nee, das ist das Modell. Einen anderen Sitz nimmt. Interessant dürfte die Eco werden, welche Sitze wir dort haben, ob die noch unbequemer werden, ob sie noch schmaler werden, damit man noch 2 Reihen reinquetscht irgendwie in die Großraumflugzeuge. Ich hoffe nicht. Ja, und ganz interessant wird es natürlich tatsächlich, du hattest es ja auch schon mal angesprochen, die First Class. Wird das ein neues, super, top Produkt, was wir noch nie gesehen haben? Wird die Lufthansa mal Trendsetter werden bei einem Top-Produkt oder ja, oder aber nicht? Also ich finde es eine Tragikomödie mittlerweile. Also ich meine, das Top-Produkt als solches mit der First Class, da kommt ja jetzt so eine Viererreihe in den 350er und das soll jetzt uns hören, sehen und eigentlich alle Sinne rauben. Das ist ja das, was Lufthansa sagt. Und ich hatte das in einer anderen Folge gesagt, schauen wir einfach mal, ob der Anspruch wirklich da
an dem, was sie gesagt hat, sich messen lassen können oder ob das einfach nur wieder leider too less too late ist. Weil schauen wir uns einfach mal die Geschichte mit der Business Class an. Die Business Class ist 2017 gezeigt worden im Mockup an einige Leute. Ich erinnere mich auch Render, die gezeigt worden sind und allen möglichen Sachen. Und Lufthansa hat sich dafür gefeiert und ich finde auch die Idee mit dem Sitz, der 2,20 lang ist angeblich, finde ich alles tipptopp, finde ich alles super. Ja. Aber 2017, wir sind 5 Jahre weiter, der Flieger sollte 2020 kommen, das war die 777X, dafür hat man 5 Sterne bekommen. Das heißt also, die Lufthansa hat eigentlich nie die 5 Sterne gehabt. Die haben zwar immer diese Skytrax-Geschichte gehabt, aber sie haben sie nie gehabt, weil warum? Dieser Sitz war nirgendwo, für den sie gekriegt haben. Nirgendwo. Der ist noch nicht mal geflogen. So. Außer vielleicht ein Demonstrator oder sowas, der mal eingebaut war, um zu gucken, ob wie es funktioniert. Ich glaube, es gab ja mal einen Flug Denver oder irgendwas, wo die mal drauf waren. Aber nichtsdestotrotz ist es in meinen Augen halt einfach so, ist die Zeit nicht schon weitergerannt? Ich meine, gucken wir uns doch mal an die Q-Suite. Da ist eine Tür. Dann bei anderen Business Class, British Airways, Tür. Das heißt also, da, wo die Lufthansa sich jetzt für feiert, ist kein Grund zum Feiern. Das heißt also, diese Türen, das ist mittlerweile State of the Art und Lufthansa ist jetzt wieder hinterher. Ja. Das ist doch scheiße oder schade, um es lauter sagen zu können auf YouTube. Nein. Und nein. Ja, ich krieg da Pimpernellen. Ja, du hast ja völlig recht. Man feiert sich für ein Produkt, was man vor 5 Jahren, du hast das gesagt, vorgestellt hat. Aber die Zeit ist doch in der die Entwicklung von Business Class Seats ist in der Zeit ja nun deutlich weitergegangen. Und genauso ist es, wie du es gesagt hast. Mittlerweile Gang oder Zugang zum Gang ist schon seit Jahren bei ganz vielen Standard. Also Emirates hat das in die A380er eingebaut. Wie lange sind A380er in der Luft? So ist es. Und dann kommt, wenn wir das Extrembeispiel der Lufthansa nehmen, gut, der sollte ausgemustert werden, aber die Lufthansa fliegt immer noch mit einer 747-400 rum, wo du 3 Business-Class-Sitze in der Mitte hast. Also da musst du entweder über den linken oder über den rechten rüber hüpfen. Das ist ein absolutes Unding. Jetzt hat man halt diese Philippine Airlines Business Class, ohne Frage eine Verbesserung. Es soll ja auch nur ein Zwischending sein. Aber selbst die endgültige Business Class, außer man hat da noch irgendwas dran geändert, was ich mir kaum vorstellen kann, weil sie ist ja nicht dafür ausgelegt, wird dann auch zwar vielleicht eine etwas bessere sein als die in den Philippine Airlines A350, aber es wird quasi eine offene Business Class sein. Den nächsten Schritt nämlich, dass man so eine Art kleine Kabine hat, um die ganze Sache etwas intimer zu gestalten, die wird das nicht sein. Man hat einfach 5 Jahre lang gesagt, das ist der modernste Sitz. Die anderen sind da einen Schritt weiter gegangen und man baut, das muss man ja mal ehrlich sagen, das ist ein 5 Jahre alter Sitz, der wahrscheinlich auch 5 Jahre vorher entwickelt worden ist. Man baut da im Grunde schon wieder einen Uraltsitz ein, der natürlich besser ist als der vorhandene, aber der natürlich nicht State of the Art ist. Ja, was ich lustig finde, ist halt auch, dass du bei Philippine Airlines ein Flugzeug gekriegt hast, was du quasi von der Resterampe geholt hast. Ja. Nur Disrespekt für meine Freunde aus den Philippinen. Im Gegenteil, es ehrt euch in den Philippinen, dass ihr mit einem Produkt geflogen seid, was ihr aufgrund der wirtschaftlichen Lage leider abgeben musstet. 4 Stück mit der, ich glaube, Avolon oder wie die Leasingfirma heißt, wo Lufthansa her hat. Und Lufthansa das als den heißen Scheiß verkauft. Also und dann die 787, wie du schon sagtest, da kommt halt eine Business Class, die halt semis. Also wie gesagt, es schwierig ist halt in meinen Augen diese Perception, die man da verteilt und dann Reality-Check hat. Und dann die andere Frage ist, was ist mit Retrofit? Die 747-400er, die kriegen keine neue Business Class. Nein. Die gehen ja vorher raus. Ja. Das heißt also, es ist halt genau das, wo man sich früher mal über Emirates lustig gemacht hat, dass man verschiedene Generationen hat. Du hast halt bei Emirates, je nachdem welchen A380er du hast, hast du natürlich die alten Sitze bis zu den neuesten Sitzen. Ja, oder eine 777 ist ja noch auffälliger mit den Bezügen und so weiter. Also insofern schwierig. Und bis man mal das gemacht hat, auch schwierig. Verstehe ich alles. Aber dann soll man da nicht so einen Hype drauf machen. Weil überleg mal, wir haben das Problem gehabt, Kunden haben, das ist ja auch so eine Geschichte. Du hast einen Lufthansa-Flug gebucht, dann wirst du auf Eurowings umgebucht.
Eurowings wird diese Füßelsitze behalten, hundertprozentig. Ja, da wird jetzt nicht auch dieser Lufthansa-Sitz eingebaut. Heißt also, ergo, du buchst Lufthansa, erwartest dann einen Sitz, der besser ist und siehst dann in der Werbung komischerweise einen Sitz, der ja hyper ist, ne? Und was kriegst du dann? Eurowings, weil umgestellt worden ist. Also insofern alles sehr schwierig und ich verstehe auch die Flottengröße, die Zeiten und alles und so weiter, aber da ist halt etwas mehr zu tun. Außer du hast richtig Glück und wirst dann bei Eurowings auf einen A350 von Finnair umgebucht. Ja, aber auch nicht die neue Business Class. Also ich bin ja noch was Ähnliches damit geflogen. Also schwierig. Also, ja. Aber als guter deutscher Soldat schläft man nicht, sondern ruht nur. Also insofern reicht auch die kleinste Pritsche. Natürlich. Solange wir kein Hotbanking machen müssen. Ja. Ja, so. Ja, ein Thema, wo man auch viel machen muss, ist natürlich im Bereich des Umweltschutzes. Lufthansa hat ja gerade bei dem 350 auch wieder gesagt, dass man den 380er nicht genommen hat, weil der 350er nur 2,5 Liter pro Passagier verbraucht. 2,5 Liter ist natürlich eine Maßnahme. Und man hat jetzt auch CO2-Kompensation bei Lufthansa richtig groß auf die Fahne geschrieben. Und da gibt es jetzt bei der Buchungsmaske 3 Vorschläge für CO2-neutrales Fliegen. Das Angebot umfasst nachhaltige Flugkraftstoffe, zertifizierte Klimaschutzprojekte und einen Mix aus beiden. Die Umsetzung im zweiten Quartal soll auch bei Austrian, Brussels und bei Swiss erfolgen, nachdem man ja da die Lufthansa-Seite auf die jeweiligen Marken verschlimmbessert hat. Ich fand die Swiss-Buchungsseite fast besser als die jetzige von Lufthansa, aber gut. Auf jeden Fall kann man dann mit einem Klick halt kompensieren, was man heute auch schon konnte, aber es wird halt wesentlich wie heißt das Wort? Einfacher. Weniger einfach. Komplex. Mehr ins Auge springen, das war das Wort. Genau. Das war das Zeichen für springen. Also wenn ich nochmal so mache, denk dran, Lars meint springen. ganz wichtig. Natürlich ist die Strategie ganz wichtig. Ich finde das auch ganz toll. Aber die Frage ist ganz einfach. Lufthansa kompensiert ja die Flüge von den Mitarbeitern, wenn man auf ID fliegt. Aber warum kompensiert SAS zum Beispiel auch die Flüge von Eurobonus-Membern, wenn sie auf Meilen fliegen? Macht Lufthansa nicht, ne? Ja. Vielleicht sollte man die Ticketpreise ja erhöhen, was man ja getan hat, aber dann sagen, okay, in der Erhöhung ist natürlich dann auch schon eine sonstige Emissionsabgabe drin. Ja, wäre doch mal eine Idee. Ja. Was sagst du dazu? Naja, bislang nach Aussage von Lufthansa nutzen ja weniger als 1% der Fluggäste die Möglichkeit der Kompensation. Also jetzt vielleicht ein bisschen mehr, weil es ja da ein paar Statusmeilen für gegeben hat. Aber nur 3 Tage oder was gefühlt. Ja, genau. Aber grundsätzlich ist das ohne Frage ein Thema, was angegeben werden muss. Und wenn man es jetzt erstmal auf die Art und Weise macht, ja gut. Also verkehrt ist es sicherlich nicht. Ob es der Weisheit letzter Schluss ist, ist halt die ganz große Frage. Aber vielen muss man natürlich auch sagen, unsere Community hier besteht in der Regel aus Vielfliegern. Die wissen natürlich auch, wie man das im Zweifel macht, wenn man dann kompensieren will. Aber wir müssen ja auch mal von den vielen Lufthansa-Gästen ausgehen, die ja alle 2 Jahre vielleicht ein- oder zweimal fliegen in Urlaub und sowas, die gerade so mit einer Buchungsmaske zurechtkommen. Für die war das natürlich oder ist das natürlich schwierig. Viele von den Leuten oder Menschen wissen gar nicht, dass man Flüge auf die Art und Weise kompensieren kann, indem man was da bezahlt. Also insofern ist das vielleicht kein schlechter oder kein unbedingt falscher Schritt in die richtige Richtung. Warten wir es ab. Wir werden das Thema begleiten, aber ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr so davon haltet. Ja, Treibstoff, ne, ist ohnehin ein gutes Stichwort. Geile Überleitung, der Herr Hofmeister, geile Überleitung, danke dafür. Ich habe darauf gewartet, dass diese Frage kommt, damit ich Ihnen endlich diese Frage beantworten kann. Tut mir leid. Wenn ihr wisst, wer das gesagt hat, original ist, ich habe es eigentlich nur zitiert und frei nachgesprochen, könnt ihr auch kommentieren. Und zwar, es gibt ja das Treibstoffproblem in Johannesburg, da ist eine Pipeline-Zugverbindung. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das eine Pipeline und eine Zugverbindung oder nur Zugverbindung ist, die kaputt gegangen ist. Ist überflutet worden. Auf jeden Fall ist da Schäden, muss nachgebaut werden. Johannesburg hat kein Kerosin mehr. Damit war die Lufthansa-Gruppe, wie auch andere, United hat ja Flüge eingestellt, nicht mehr in der Lage, die Flüge durchzuführen. Man ist über Windhoek, Namibia geflogen. Aber auch in Windhoek war irgendwie ein Problem, dass der Sprit nicht so in der Menge da war.
Und der Sprit kommt aus Durban. Ich hatte letztens, habe ich auch gesagt, wie die Provinz hieß. Und zwar ist das die Provinz KwaZulu-Natal. Also insofern, da fliegt man jetzt hin, weil der Sprit kommt bis dahin an. Für euch heißt das, dass die Flüge natürlich sich weiterhin verlängern. Und was auch interessant ist, ist in meinen Augen, dass es auch Flüge gibt, die einfach ausgefallen sind. Lufthansa hat ja Flüge ausfallen lassen, genau aus diesem Thema, weil es keinen Treibstoff gab. Das nur als Verbraucherhinweis. Was wollen wir dazu sagen? Kannst ja nichts zu sagen. Ja, hilft ja nichts, ne? Ich meine, kannst das Flugzeug schlechterdings schieben. Musst also irgendwie zusehen, dass du irgendwoher Kerosin bekommst. Und wenn es dann halt nur da geht, dann geht es halt nur da. Insofern. Ist doof, verlängert den Flug halt. Genau, es verlängert den Flug. Da können wir keinen körperlich züchtigen oder irgendeine Strafe geben, weil Lufthansa kann nichts dafür. Nee. Airport kann auch nichts dafür. Also insofern bleibt uns nur noch der Appell an euch. Gebt uns ein Like, gebt uns einen Kommentar und mehrere Kommentare vielleicht. Und ganz, ganz wichtig, abonnieren und Glocke an. So ist das. Ja, nach zwei Sendungen heute entlassen wir euch dann wieder den knallharten Sonntag in die Realität. Wünschen euch einen schönen Wochenstart. Ich selber werde in Finnland verweilen und werde von da aus nach Norwegen fliegen. Aber bleibt überrascht und getuned, damit ihr wisst, was passiert. Ich weiß aber nicht, bis wann ich die Folge fertig habe, aber es braucht ein bisschen wahrscheinlich Schneidarbeit und so. Also insofern, da müssen wir Motion Design wahrscheinlich auch reinbringen. Das ist wieder ein Fall für IM Mitte. Also, danke dafür und wir sagen einfach Winke, Winke, oder Mario? Wir sagen Winke, Winke und tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Ciao und raus.